Hallo liebe Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword zum wahrscheinlich finalen Part. Und ich war nochmal in kurzem Wolkenhort, um mich etwas aufzufrischen, bin hier allerdings zu hart gefallen und habe ein Herz verloren. Schade, aber ich habe den einen Trank wieder aufgefüllt. Leider fehlte mir so eine Sandzikade, um ja den Trank doppelt einsetzen zu können, aber hey. Und ich habe nochmal so einen komischen Stein gefragt. Und wollte eigentlich nur gucken, wo ich eventuell noch Juwelen der Güte finden könnte. Weil Morsego ist immer noch nicht zurückverwandelt. Dabei habe ich aber eine Vision entdeckt, in der es um diesen Endboss hier geht. Die ziemlich deutlich angedeutet hat, wie so in etwa die Taktik ist. Naja, schauen wir mal rein dort. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Hältst du dich bereit für den Kampf? Okay. Gebieter, ich bin immer bei dir. Gebieter, viel Glück. Danke, Liebes. Es ist doch sehr selten, dass sie sich zu 100% sicher ist, wenn das hier nicht das einzige Mal war. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Der Todbringer. So, ich darf mich bewegen. Wie hältst du denn dein Schwert? Der hält das so weit oben, obwohl ich es auf dem Bildschirm halte. Und das mit dem Wasser erinnert mich doch sehr stark an Ocarina of Time, wo Link gegen seinen Schatten kämpft. Wieso hält Link sein Schwert so hoch? Na egal. Hallo! Autsch. Nein, 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 nein. Nicht hauen, nicht hauen. So. Schnell zurück. Na? Oh, ich denke mal, der haut sofort. Ich schlage von rechts und die blöde Fernbedienung schlägt von links. Nein, nein, nein. Au, da zieht ein ganzes Herz ab. Das ist gemein. Das ist äußerst gemein. Och, Menno. Ich schlag doch von der anderen Seite. Diese Steuerung regt mich das ganze Spiel über auf. No! Hello? Nein, 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 wow. Ah, ich kann noch mit meinem Schild arbeiten, wenn ich das Timing drauf hätte. Na komm, hau doch. Hahaha. Wow, er hat zweimal hintereinander geschlagen. Okay. Okay.
Schlag mich. Tu es! Wir können auch so stehen bleiben. Ist mir auch egal. Wow, oh, jetzt will der auch noch mit der Faust draufhauen. Wow, 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 wow. Ach, verdammt. Wollte er nochmal nehmen. Aber jetzt will er. Ach, verdammt. Ich hab das mit dem Timing bei ihm noch nicht so ganz raus. Aber ich glaube, ich stelle mich nicht ganz so scheiße an. Er achtet halt genau darauf, was ich mache. Ich muss früher zuschlagen, wenn er sowas macht. Und hau drauf! Wow, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Au! Verdammt. Ah, ich habe doch gerade das Schild vorgezogen. Ich trinke schon mal was. Na, no, Timing. Timing is not good. Bei Nudel. Na. Ah, ich dachte, er wollte jetzt nochmal schlagen. Komm schon. Ah. Oh. Du, aber das kann ich auch. Oh, ich hätte ich gerne im Visier. Guck mal, ich kann das. Wow. Siehst du? Kann ich dich jetzt so angreifen? Tatsache. Oh, ich glaube, er will nicht schlagen. Okay. Der Blitz muss so. Au! Muss einschlagen. Mami! Halt mal dein Schwertchen hoch. Well, nein, nein, nein. Vielleicht muss ich das auch abblocken einfach. Boah, dreimal hintereinander greift er an. Krass. Na, ich wollte gerade das Schild rausholen. Ich darf dabei nur nicht springen. So, jetzt muss ich hochhalten. Nein, ich wollte. Ich wollte. Ich gehe mal weit genug weg, vielleicht. Macht er. Uah. Verdammt! Dann den Blitz schneller. Nein! Verdammt. Nein, ich wollte kein Wasser aufnehmen. Nein! Nein, kein Wasser. Kein Wasser. Trink. Das ist ja anstrengend. Na, natürlich. Okay, so darf ich das Ganze nicht angehen. Wo ist mein Schild? Nein, ich wollte ihn doch nicht. Ich wollte nicht ihn hauen, ich wollte mein Schwert hochhalten. Ich kann das auch. Okay. Ich will auch einen Blitz. Verdammt. Das ist gar nicht so einfach. So, okay. Oh, oh, ja, 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 mach. Nein, was? Was? Boah, das wäre voll geil gewesen. Stopp. Das wäre so geil gewesen, dieser Move. So, jetzt. Wow. Nice.
Nice, nice, nice. Jetzt tut meine linke Hand weh, weil ich so auf den Z-Trigger gedrückt habe. Aha. Ein Menschlein besiegt von einem Menschlein. Ich hab dich doch noch nicht besiegt. Beeindruckend, aber merk dir, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Nicht ernsthaft, oder? Das war doch nicht der Endkampf. Nein. Ey, da hat selbst der Kampf mit Girahim länger gedauert. Und war abwechslungsreicher. Was zur Hölle? Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in dem Masterschwert übertragen. In das. Hoppla. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Ah, okay. Dadurch, dass der Todbringer im Masterschwert gebannt wird und in späteren Spielen wird das Schwert ja aus den Stein gezogen, so wird der Dämon natürlich wieder freigelassen. Das hast du gut gemacht, Link. Danke, Link. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Oh, wein doch nicht, Prinzesschen. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. War nur ein Witz. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Alles klar. Huch! Fei! Göttin Lylia, ich meine Zelda, ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Wir werden uns nie wiedersehen, richtig? Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Link, der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter.
Das war die Geschichte des Masterschwertes. Link! Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Link, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke, mein Gebieter, Link. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Das werden sie, Fei. Das werden sie. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Hylias Erinnerung. Ihr wisst doch. Ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Er darf nicht wieder erwachen. Es darf die Welt nie mehr bedrohen. Sorry. Das ist unsere Aufgabe. Wir Shika sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? Wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt.
Vor allem Impa gibt es auch in ihrer Gegenwart, nur halt als alte Omi. Sie soll sich mal nicht so anstellen. Da ist sie nämlich. Siehst du? Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Impa, ich danke dir. Danke. Ende! Okay. Schöne Musik. Kommt jetzt noch was? Zumindest die Credits müssten doch jetzt durchlaufen. Na, geht doch. Da, ja. Also. Ich bin ein bisschen schockiert vom Endboss, dass der ein paar Minuten nur gedauert hat. Und dass einem von diesen Weisheitssteinen auch noch fast genau gezeigt wurde, wie man ihn zu besiegen hat. Das ist ein bisschen too much gewesen. Und, hier wird gezeigt, wie Zelda auf Impa getroffen ist. Oder wie, oder was? Zelda ist ja vom Himmel runtergefallen, wegen diesem Sturm. Aber da ist Impa noch alt. Vielleicht hat sie Zelda nur kurz den Weg gewiesen. Zelda. Hat sie Zelda kurz den Weg gewiesen, nicht Impa. Jedenfalls bin ich vom Endkampf etwas enttäuscht. Etwas sehr. Und an sich, das Spiel fand ich so... Ich weiß nicht. Also ich finde, es gibt bessere Zelda-Teile. Wesentlich bessere Zelda-Teile. Und hier... Oh, Vorsicht. Und hier hatte ich einfach irgendwann so nach... paar Spielstunden oder nach den ersten drei Gebieten einfach das Gefühl, das Spiel wird einfach nur noch lang gezogen. Auch wenn ein paar Aufgaben
spannend waren und ich die Techniken ganz gut fand. Ich meine, du hast die drei ersten Gebiete durchgemacht und das erste, was du dann auf einmal machen musst, ist den ersten Tempel nochmal durchzugehen. Also, das kam mir schon sehr komisch vor. Und dann warst du halt auch wieder im zweiten Gebiet und dann warst du wieder im dritten Gebiet und hast dann noch diese Prüfungen abgelegt und dann warst du wieder ein Weilchen im Wolkenhort, wieder bei der Göttin der Statue und dann ging es wieder los. Du musst wieder nach Firone, du musst wieder nach Ranel, du musst wieder nach Eldin. Und ich fand es irgendwie, auch wenn die Aufgaben recht unterschiedlich waren, fand ich es doch irgendwo einseitig und einfach in die Länge gezogen. Das hat mir nicht so gefallen. Ja, und Endboss, das war ja mal irgendwie unter aller Sau. Ja, vom Endboss hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, wir haben auch so viele Items, ne? So was Neues wie eine Peitsche und so ein Käfer. Hätte man das nicht irgendwie mit einbauen können, dass man erst irgendwie was mit der Peitsche machen muss und dann kannst du auf ihn draufdreschen? Aber irgendwo verstehe ich auch die Intention dahinter, weil es geht in diesem Spiel um die Schwerter. Es geht um das Masterschwert und um das Schwert des Bösen quasi. Um das Schwert des Todbringers. Dass das ein Schwertkampf wird, ist so eigentlich logisch. Ach ja. So empfinde ich das Spiel. Und naja, das mit dem besseren Schild beim Donnerdrachen habe ich ja dann doch nicht gemacht. Da hatte ich auch irgendwie keine Lust mehr drauf, weil echt alle Bosse nochmal besiegen wollte ich mir dann letztendlich doch nicht geben. Ja. Was kann ich noch dazu sagen? Bardos Entwicklung finde ich super. Vom Mobber und Störenfried zum Helfer des Helden. Also er hat wirklich eine krasse Entwicklung durchgemacht, die man auch gespürt hat und das fand ich wundervoll. Ja. Was könnte man noch sagen? Ja, ich hätte gern Morsego noch irgendwie zurückverwandelt, aber ich habe keine Aufgaben mehr gefunden. Oder Juwelen der Güte. Deswegen habe ich ja den Stein auch nochmal gefragt. Aber der hat mir auch nicht gezeigt, wo ich dann noch hin könnte. Leider. Und ich habe letztens mal in meine Spielevorschläge reingeschaut. Ich habe ja so ein Formular, wo ihr Spielevorschläge für Let's Plays eintragen könnt. Und da stand drin Zelda Skyward Sword. Oh, jetzt sage ich Sword schon wieder mit W. Skyward Sword Hero Mode hieß das, glaube ich. Und dann habe ich nachgeguckt, was das ist. Und das ist quasi wie ein Ocarina of Time Master Quest. Also dasselbe Spiel nochmal, nur härter. Und ganz ehrlich, ich habe wirklich keine Lust, jetzt das Spiel nochmal zu spielen. Das, da habe ich schon privat wenig Lust zu, wenn es so eine Option gibt, so New Game Plus oder so. Also, ich bin kein Fan davon, sag ich mal. Vielleicht irgendwann mal, also für mich selber würde ich es irgendwann nochmal spielen. Ich würde den Speicherstand behalten. Und wenn ich, weiß ich nicht, in 10 Jahren nochmal Bock drauf habe, dann würde ich vielleicht den Spielstand wieder rauskramen und dann hier Dingens, den Hero-Mode machen oder so New Game Plus bei anderen Spielen. Aber direkt nach dem eigentlichen Spiel ein New Game Plus anzufangen, finde ich für mich öde. Satoru Iwata, ich mag dich. Ach ja. Und da sind die Credits fast vorbei. Ich habe sie durchgelabert. Und bevor ich es vergesse, wir haben dieses Spiel nun auch durchgenudelt. Ich vergesse das bei fast jedem Spiel zu sagen, obwohl es so ein offensichtliches Wortspiel ist. Aber hey, ich hoffe sehr, dass ihr ganz, ganz, ganz viel Spaß hattet an diesem Projekt. Danke fürs Zusehen, fürs Kommentieren, fürs Teilen, fürs Dabeisein, für Tipps und ja, einfach danke und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dann. Tschüss.
Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen, den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben, den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Link, was wirst du nun tun?